Didaktik ist Vermittlung. Und Vermittlung zwischen einem Inhalt, einer Inhaltsstruktur, die gelernt werden soll, und einem Menschen, der das lernen soll. Und zur Vermittlung braucht man etwas, was dazwischen liegt, und das ist das Medium. Das ist der Singular, die Einzahl. Wir reden heute aber, wenn wir von diesem Medium reden, fast immer im Plural. Wir sagen immer die Medien. Und wir reden fast immer von neuen Medien. Das, was Sie jetzt gerade mit mir hier erleben, ist die Nutzung eines neuen Mediums, nämlich einer über das Internet präsentierten Aufzeichnung einer Pseudo-Vorlesung. Ich sehe Sie ja nicht. Auch hinter der Kamera sitzt niemand. Ich rede also nur in dieses Gerät hinein und stelle Sie mir vor, wie Sie da ungläubig, gefeixend, etwas übermüdet, sorgenvoll auf diesen Bildschirm gucken, indem Sie mich da sehen. Und gleichzeitig läuft noch eine Präsentation ab, die Sie beliebig nachgucken können mit Hinweisen. Und dahinter wird noch ein Prüfungssystem geschaltet, in dem Sie dann gucken können, ob die Lernziele, die ich mir mit dieser Vorlesung für Sie gesetzt habe, ob Sie die erfüllt haben und in welchem Ausmaß. Und da sind Schleifen drin. Sie können das nochmal wiederholen. Das nennt man neues Medium. Was wenig bedacht wird, ist, dass man für jede Vermittlung ein Medium braucht. Das kann man daran sehen, dass viele Leute ja glauben, man stellt einen Diplom-Mathematiker in der Berufsschule ein und der bringt dann den Berufsschülern das Erforderliche an Mathematik bei. Über Medien und Mediennutzung redet man nicht, sondern der kann Mathe. Dass er das aber dann irgendwie, ja, was denn jetzt, sagen, zeigen, an der Tafel entwickeln, Arbeitsblätter austauschen, austeilen, machen muss, das wird im Grunde systematisch nicht berücksichtigt. Sie merken also, meine These ist, Lehrer ist man nicht primär dadurch, dass man etwas kann, das muss man auch, aber das kann man sich eigentlich schnell erarbeiten. Viel wichtiger ist, dass man das angemessene Medium kompetent handhaben kann. Also, der Lehrer ist ein Medienexperte, der auch vom Inhalt natürlich noch etwas wissen muss. So ist es auch meistens gestaltet in den Lehrerbildungen der Staaten. In Deutschland ist das für die Gymnasiallehrerbildung grotesk andersherum. Da wird also ein riesiges Fachwissen aufgehäuft, von dem jeder weiß, sowohl der Professor, der es unterrichtet, als auch der künftige Gymnasiallehrer, dass er das in der Schule niemals wird brauchen können. Und es gibt interessante ideologische Diskurse darüber, warum es trotzdem wichtig ist, so viel zu wissen. Man muss ja den Schülern immer ein bisschen voraus sein und kann nicht nur das lesen, was da im Lehrbuch steht und so weiter. Es gibt tausend Gründe dafür. Aber es fehlt im Prinzip die Überlegung, wie teilt man eigentlich die Ausbildungszeit von insgesamt 5 Jahren sinnvoll aus, um einen guten Lehrer auszubilden. PISA hat das untersucht und die deutsche Kultusministerkonferenz, die in diesem Fall entscheidet, nicht die Bundesregierung, hat gesagt, wir beteiligen uns nicht daran. Wir wissen schon, dass unsere Lehrerbildung gut ist. Und Sie hören an meinem Unterton, dass ich nicht der Meinung bin, dass das eine richtige Entscheidung war. Das wäre nämlich herausgekommen bei dieser PISA-Studie, dass Deutschland eine der schlechtesten Lehrerbildungen in der Welt hat und wir hätten sie ändern müssen. Und das wollte man aus welchen Gründen auch immer nicht. Ich kehre zurück zur Frage der Medien, die nun das Wichtigste in der pädagogischen Profession sind. Medien sind, so ist die Definition, Mittel zwischen Sender und Empfänger einer pädagogisch gemeinten Kommunikation. Sie sehen, das ist ein kommunikationstheoretischer Begriff. Wir haben eine Person, die irgendeine Information zu einer anderen Person übertragen will und dazu ist ein Medium, ein Übertragungsmedium erforderlich und das gilt auch für die pädagogischen Medien. Man wird dann gucken müssen, ob die pädagogischen Medien anderer Art sind, die pädagogischen Kommunikationen anderer Art sind und damit auch spezifische Medien erforderlich sind. Meine These ist ja. Oder aber ob es vielleicht dasselbe ist wie in anderen Bereichen. Es gibt nun sehr viele verschiedene Medien, ich sagte es, und diese Medienvielfalt und der Medienwechsel sind wichtige didaktische Ressourcen, weil man davon ausgeht, dass die Aufmerksamkeit leicht ermüden kann, wenn es immer nur dieselben Medien sind. Sie werden hier in dieser Vorlesung relativ traktiert mit wenig Medienabwechslung. Also ich mache hier kein Entertainment, lade mir hier nichts ein, ich spiele nicht mit Ihnen hier vor der Kamera irgendetwas. Die Präsentation ist weitgehend statisch, blättert sich nur langsam auf. Das hat den Grund, dass wir hier zweikanalig arbeiten. Ich rede und gleichzeitig sehen Sie etwas. Mehr können Sie nicht verkraften. Käme noch mehr dazu, würde diese Ornamentik ablenken und am Ende wüssten Sie nicht das, was ich gerne möchte, was Sie wissen.
Ich sagte es schon, es gibt konventionelle Medien und neue Medien und wir haben derzeit eben sehen, dass das fast nur über die neuen Medien geredet wird. Man kann das etwas vereinfacht zusammenfassen. Fast immer hat es mit dem Internet zu tun. Es gibt auch neue Medien, die auf DVDs gespeichert sind und interaktiv verwendet werden können. Das stimmt, aber die nehmen immer mehr ab und insofern ist die geläufige Definition in der Fachliteratur inzwischen Internet und seine Anwendungen.